Soll ich es nochmal beschwören? Nein. Nein. Ich bin eventuell tot. No! Ich höre Stimmen wieder. Das ist nicht im Spiel. Yay! Ich bin gespannt. Startet, yeah, yeah, yeah. So, ich bin alleine hier. Geil. Ich auch. Okay, wo seid ihr? Hello? That thing doesn't want us to escape. Fix it. Guten Tag, ist hier jemand? Aus der Sackgasse? Oh, hier, da. Ah, hallo. Hallo. Ja. Guten Tag. Guck mal, wir können springen. Yippie. Ihr habt euch schon gefunden. Ja. Ich bin ausschließlich. Da, komm mal, ich habe ein Gefühl, dass wir hier rüber... Peri, wieso höre ich dich im Spiel reden? Hier, hallo, stopp. Hast du die Spracherkennung vielleicht angelassen? Nee, dann du. Oder hört man mich auch doppelt und dreifach? Au. Ja. Nope. Und mich? Nee. Nee, ich höre euch nicht. Aber wir hören dich. Ich habe Push-to-Talk disabled. Manchmal enabled wieder. Jetzt besser? Ja. Okay, dann muss man Push-to-Talk halt anlassen. Wo gehen wir hin? Tja, erstmal Hallöchen. Hi. Hallo YouTube. Hallo Welt. Wir busen hier rum in so einer Art Abfall-Sack-Uniform. Sieht richtig, richtig schick aus, muss ich sagen. Richtig hochwertig, was wir da anhaben. Ne? Hauptsache Biohazard-Zeichen drauf. Ja, komm, ihr müsst euch nicht die Füße küssen. Komm, ich mach mit. Hallo. Ich bin gerade irritiert davon, wie schwarz diese Schuhe sind. Toll, jetzt muss ich auch gucken. Frauen und Schuhe. Nee, auch ja, die Handschuhe. Ja, das ist wie so ein schwarzes Loch oder auch eure Gesichter. Ja, stellt euch mal vor, wir haben kein Licht. Oh Gott. Wo sind unsere Füße, unsere Hände? Nein! No! Oh Gott, sieht das krank aus, wenn du nach hinten gehst. Guck mal. Ja, es gibt so ein paar Spiele so gerade. Oh mein Gott. Ja, also, ihr Lieben, moin, moin, Tag, selbst Sie, wie ich zu sagen pflege, willkommen in Escape the Backrooms. Yay. Oder auch Let's Have Fun in the Backrooms. Werden wir jemals wieder rauskommen? Also ich habe bis jetzt eine gute Intuition gehabt, wo ich dich finden konnte. Und ich würde sagen, wir gehen ins Dunkle. Ja, natürlich. Bitte Hallo. Nach dir. Oh, wie höflich. Ja, du bist der Mann, wir sind die Frauen, ist doch klar, dass du vorgehen musst. What? Da ist ein Gitter. Oh, warte, ich wollte gerade sagen, wartet mal, da ist ein Lüftungsgitter. Ihr wisst, was dahinter lauert, ne? Nein. Luft. Oh no! Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht so bewandert mit den Backrooms, nur so ein bisschen. Ja, mit der Steuerung bin ich hier nicht bewandert. So. Mit dachte, F interagieren. Ich dachte, ich hätte hier was gesehen. Okay, dann gehen wir nochmal zurück, F. Ich habe da F gedrückt, da passiert aber nichts. Oh, mit E. Und wir können hier so wiggle wiggle auf die Seite. Ja, das finde ich sehr verstörend in meinen Spielen. Friendly. Du sahst gerade aus damit, ne, als würdest du so über den, da so rausgewiggelt kommen und über den Boden kriechen. So, gut. Dunkle war eine Sackgasse. Dann gehen wir mal hier rüber. Hier, warte mal, hier ist ein Schalter. Oder ist das nicht der Zettel? Nee, das ist ein Bild. Also, that thing doesn't want us to escape. Exit. Mit F hast du es auch auf Deutsch. Fancy. Yay. Also, tja. Sollen wir mal da lang gehen vielleicht? Okay, I'm following. Follow. Oh, wir haben hier eine geile Ausdauer, merke ich gerade. Ja. Gar nicht. Wir werden verfolgt. Oh, noch ein Bild. Nochmal dasselbe. Hier. War da gerade was? Rechts, glaube ich, oder? Du hast auch rechts was gesehen? War irgendwas war da rechts. Dann ich dachte, ich hätte es mir eingebildet. Ist hier ein Fleckenboden? Da kann man durchgucken. Man sieht eine Wand. Wand. Wartet mal. Nein, 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 nein. Gut.
Einer ist verloren gegangen. Wer ist einer? Ja. Derjenige, der gesagt hat, wartet mal. Ja. Tja, Lieben, wie ihr sehen könnt, hier voll konzentriert und voll professionell in den Backrooms. Ne? Wo ist der hin so schnell? Wo kommst du? Also. Ich liebe es eigentlich immer so, in Labyrinthen unterwegs zu sein. Auch in echt. Ja. Ich habe schon das ein oder andere Mal böse Sprüche für bekommen. Wo bist du hin? Ich bin alleine. Ja, also wenn du das in echt machen würdest, dann wäre ich auch wahrscheinlich ist ich. Ich fände das voll funny. Ich gebe dann immer die geilste Antwort. Hier. Ja. Hey, da ist eine Tür. Oh, geil. Ich habe einen Freund, der arbeitet in einem Horror-Mais-Labyrinth. Das finde ich so awesome. Als Erschrecker, als professioneller Erschrecker. Okay. Wir brauchen einen Schlüssel, ha? Okay, sind die nicht generell in der Nähe irgendwie? Nee, also nicht. Hallo, wo seid ihr? Oh Gott. Lass mich nicht alleine. Wir sollten mal hier links. Laufen im Kreis. Ja, laufen zwei Schritte. Von da sind wir gekommen, ne? Ja, aber wir haben noch nicht ganz hier rechts rüber, oder? Also in Labyrinthen mache ich immer das, was Piri mir beigebracht hat. Wenn du keine Ahnung hast, wo lang, lauf immer rechts die Wand entlang. Ich glaube, wir haben gerade ein anderes Problem. Werden wir begrüßt? Ich sehe nur noch einen von euch. Guck, hier. Achso. Ach, da. Ihr habt das Eichhörnchen verloren. Ist eigentlich im Moment gar nicht mehr so die Eichhörnchenzeit, weil bei uns kommt das Eichhörnchen nicht mehr. Wir sind ein bisschen besorgt. Wir haben 5 Stück im Garten. Okay. Die streiten momentan mit den Tauben ums Futter. Oh, das denke ich, könnte interessant sein. Das habe ich auch gesehen und dachte, gut, dass wir da nicht hingehen. Aber waren wir da nicht gerade? Ich glaube, es gibt hier 2 Ebenen, die gleich aussehen. Oder wir waren tatsächlich. Obwohl. Ja, okay, es sieht jetzt anders aus. Wenn man. Ja, wir waren hier. Es hat nur anders ausgesehen vom Blickwinkel. Dumm. Dumm hier laufen. Guck mal vorsichtshalber, aber. Ja. Gehst du denn nicht dran weiter? Schade. Schade. Oder sollen wir es mal links rum probieren? Ich habe jetzt einen Ohrwurm seit dem iFollow, ne? So, wir waren ja hier gerade außen mal gegangen. Gibt es hier irgendwo links rum, irgendwo rechts rum, keine Ahnung. Und der Witz an der Sache ist, dieses Vieh folgt uns, oder wie? Ja, es versucht uns zu erwischen, auf jeden Fall. Ja gut, dann denkt es auch, scheiße, was sind da für Vollpfosten? Laufen im Kreis. Wann kommen die denn mal in meine Richtung? Hat da irgendwo so einen Campingstuhl hingepackt und denkt, boah, ich schau mir das mittlerweile lang an. Als ob wir irgendwann die Tür wiederfinden würden. Es ist super, dass ich mich hier mit euch entscheiden muss. Einer läuft links rum, einer läuft rechts rum. Wem folge ich? Ach, wir werden uns schon wiederfinden. Mir folgst du. Ich weiß ja nicht, wer von euch wer ist. Ja, das finde ich. Ah, komm, hier. Ich bin schon auf ihrer Spur. Ich bin an ihren Fersen. Ah, jetzt nicht mehr, jetzt ist sie weitergegangen. Jetzt muss ich selber raten, wo sie ist. Irgendeiner geht immer verloren. Da ist sie. Hi! Entschuldigung. Oh, das ist so verlockend mit Labyrinthen, ne? Mhm. Iri, du sollst nicht weglaufen. Ich laufe nicht weg. Ich inspiziere die Umgebung, um sie sicher zu halten. Hallo, ich kann nicht so schnell rennen. Ja, er rennt doch zu schnell. Gefunden. Was ist das? Ist das die Leiter von Fixit? Das sind 2 Sachen. 3 Sachen. 3 Sachen. 4. Lass uns sie zusammenfügen. Oh, wir sollen eine Leiter bauen. Lass mich raten. Sobald wir das anfangen. Oh, wir können hoch. Hä? Wieso haben wir denn so viele Leiterteile? Oh, hier ist der Schlüssel. Yay! Das heißt, wir werden jetzt garantiert gejagt. Hä? Bist du da hochgekommen? F? Automatisch. Oder Auto? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall F. Es sah zumindest gerade automatisch aus. Er hat das Teil reingesetzt und ist hochgelaufen. Also, bei mir stand er weiterhin davor.
habe jetzt den Schlüssel. Ich bin eine very important person. Das ist eine Schlüsselfigur in diesem Spiel. dieser Wortwitz. Genial. Ich habe nicht so viel geschlafen. Die Witze werden nicht besser werden. Wollen wir wetteifern, wie viel hast du geschlafen? Wie viele Stunden? Oh, wenn ich jetzt wüsste, wann ich eingeschlafen bin, aber ich bin von einem kotzenden Kater vom Kratzbaum auf die Couch wach geworden. Und mitten aus meinem Traum gerissen, also in der falschen Schlafphase. Ich glaube, wir sind eins zu weit, wir müssen nochmal zurück. Ja, ich glaube, ich bin irgendwann gegen 4 Uhr eingeschlafen. Ich glaube, wir sind noch nicht weit genug. Tür, wo bist du? Hier. Wir haben die Tür wieder gefunden, ich glaub's ja nicht. Wo ist... Ich bin hier. Ich habe die Tür öffnen können. Okay, das heißt, wenn einer einsammelt, dann hat der Rest das auch. Ja. Oh no. Das, nur zu Kuh und E, um dich zu balancieren? Was ist da hinten? Könnt ihr das auch sehen, wenn ihr so... Da liegt irgendwas, da hinten in den Gang reinguckt. Was machst du da? Geh du mal kurz dahin, da siehst du, was ich mache. Oh Gott. Ist runtergefallen? Tschüss. Wir haben Flauschi verloren. Oh nein. Nein. Ey, das sieht so aus, als ob du... Ja, da hinten liegen Leichen. Das sieht so aus, als ob du weggekickt wirst. Ui, da wird's... Ja, das ist ein Mast. Wir kommen hier runter. Oh. Wo bist du hin, Ada? Ich bin hier. Komm, spring runter. Der Peri schafft doch bestimmt wieder. Ja, ich wäre jetzt noch weitergelaufen. Das ist gar nicht so schwer. Ich habe versucht, die Balance zu halten. Bevor du nicht alleine hier bin. So, also das hier ist, glaube ich, dann die Ebene, wo es lustig wird. Ja, es sieht so ein bisschen so aus, ne? Ja, es ist nicht mehr so easy peasy lemon squeezy. Hallo? 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 Hallo again. Stell dir vor, jetzt wäre hier irgendwie so eine künstliche Intelligenz, die das mitkriegt und einfach zurück sagt, hello. Das wäre awesome. Interaktive Horrorspiele sind klasse. Phasmophobia. Ja. Wenn du Labyrinthe magst, kennst du Labyrinthine? Nee, kenn ich jetzt nicht. Oh Gott. Ich will dir nachher was zeigen. Das klingt falsch. Schatz, wenn du diese Aufnahme siehst, ich... ist nicht das, wir was reden du nur denkst. Von Horrorspielen. Ist egal, was ich sage. Fatality. Können wir mal da hinten gucken gehen? Wo ist ja, da hinten? Definiere. Genau, definiere da hinten. Da. Ja, wir können. Von hier sind wir irgendwo runtergeflogen. Yeah. Wir rennen. Soll ich es mal beschwören? Wieso ist da hinten extra dunkel? Oder nee, da waren wir doch, oder? Also aus der Richtung sind wir gekommen. Ich frage mich, ob es hier wirklich Monster gibt. Jetzt habe ich es gesagt. Bleibst du mal bitte hier stehen? Komm, lass uns erkennen. Was? Okay. Du hast es beschwert, also wird es dich zuerst fressen. Ist da hinten gerade eine Wand wieder nachgerendert oder war die kurz weg? Ich habe auch irgendwie das Gefühl mit den Wänden. Ich gehe jetzt mal dahin. Kommt ihr mit mir? Nuckidocki. On my way. Gott, dieses Gestöhne, ne? Da habe ich mich beim Einzelspieler-Testen vorschrocken. Es war diese Wand, die ist hier, war hier vorhin schwarz. Warum ist die aber so also, es sieht hier auch so aus, als wären die Wände, die sich verschieben. Weil wenn du die Wand jetzt, ich sag mal, gedanklich hier nach rechts schiebst, könntest du einen Durchgang haben.
Wir sind im verrückten Labyrinth. Die Wände bewegen sich. Hier ist so dunkel, lass mal hingehen. Hi. Jugendach. Oder, um jemanden zu zitieren, Giggity. Oh Gott. Oh, da ist ein Pfeil. Habt ihr es gesehen? Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Ich nicht. Was für ein Pfeil? Hier, ein ganz dicker. Das ist ein Pfeil. Okay, es hätte aber auch so ein Arm von einem Monster sein können. Hier ist ein Treppenhaus. Ja, komm hier in die Schwimmebene, in die Wasserebene. Das ist eine Küche. Ah, Küche, schade. Ich gehe in die Küche. Muss nichts machen. Du gehst ins Dunkel. Ich habe das Gefühl, wenn ich durch die Tür gehe, bin ich tot. Ich kann keinen Kühlschrank aufmachen. Nein, schade. Na gut, dann haben wir keine Wahl. Na gut. Geh voran. Bist du das überhaupt? Ja. Ich bin irgendwo. Hier oben ist Dunkelheit, ne? Na dann, alle mal voraus. Das ruft nach Jumpscare. Oh, es lädt. Oh, schnell einen Schluck Kaffee. Okay, wir sind auf dieser Ebene. Oh, Erfolg. Sie haben Level 0 überlebt. Das war das Tutorial. Ja, schön. So, hier kann man was eingeben. Drücke C, um deinen Personalausweis vorzuzeigen. Was? Oh, wir haben ein Personal. Zeig mir deinen. Wait. Ganz dummer Gedanke. Gibt es Gerilla, die so aussehen wie wir und keinen Ausweis dann haben? Oh nein, bitte nicht schon wieder sowas. Wie in einem Einspiel, bist du das? Ja. Das bin ich nicht. Oh mein Gott, lauf! Oh Gott. Man hört's. Platsch. Und ich darf nicht platsch sagen. Oh, war das eine Spiegel? Ah ne, das war bei uns Licht. Ich hab aber auch erst gedacht. Sind das die Wasserrohre oder spielt da einer auf den Rohren? Das irritiert mich nicht ganz so sehr wie dieses Klingen von den Lampen. Das ist doch 1A, wie jemand an einer unbestimmten Gitarre an einer Seite zupft, oder? Was? Was hörst du denn? Hast du es nicht mitgekriegt? Nee. Das klingt. Nee. Da ist ein Exit-Schild, geht nach rechts. So, meinst du, das würde Sinn machen, wenn man den Exit-Schildern folgt? Der Safety-Feueralarm ist halb in der Wand, also wir können den Button nicht pressen. Mist. Frischte Button. Feuerlöscher können wir auch nicht nehmen. Da hinten sind wieder Türen. Gibt es hier keine Exit-Schilder mehr? Mir könnte man wo seid ihr? Wo bist du? Lauf nochmal raus. Ich bin in irgendeinem Büro. Du bist dann bestimmt geradeaus weitergebracht. Ich habe Mandelwasser gefunden. Oh, das ist gut. Gibt es da das noch mehr? Das ist für Gesundheit, oder? Ja. Stand hier. Mandelwasser ist gut. Wie macht man das Inventar denn auf? Ist das? Mit I. Wir haben einen Rucksack. Guck mal, ich kann es fallen lassen. Tada! Dann nimm es mal wieder auf, bevor es spawnt. Wird wichtig sein. Also, hier hinten haben wir mehrere Türen. Soll ich jetzt hinrennen? Hallo? Ich bin da. Eri? Ich bin auch da. Versteckt ihr sich hinter der Säule? Wir können erstmal zu diesen zwei Türen gehen und danach zu den anderen auf der linken Seite. Ich habe das Mandelwasser nur gerade in meine Tasche gesteckt. Okay, wir kommen hier. Warum verdeckt ihr die Autos? Der weißt du nicht, Feinstaub und so? Ja, könnte Lack zerkratzen. Wie sind Frage die hier reingekommen? Mal, genau, das wollte ich sagen. Frag dich mal, wie die hier reingekommen sind. Erst reinstellen, dann weiter bauen, oder? It's magic. Star Trek Subraumkomprimierungstechnologie. Huckeball. Mandelwasser! Was mache ich damit? Wie kann ich das jetzt so rüberziehen? Hier ist auch eins, Flauschi. Schnell! Wo ist es hier? Bin da! Yay. So, hier ist Dunkelheit. Wer will? Wo seid ihr? Vor der Tür. In der Tür.
Du bist die Tür. Nee, hier, guck mal, hier. Hier können wir langlaufen. Ich kann man zuschlagen. Achso. Was? Du kannst zuschlagen? So, hier einfach mal rein. Hier ist doch eine Wand. Also ich habe mein Gamma ein bisschen hochgestellt, ne? Also ich sehe schon von weitem, dass da eine Wand ist. Cheaterin! Nein, das ist immer blöd. Im Schnitt muss ich das immer so hochdrehen, dann sieht das doof aus. Alles gut. Hat sich sonst in den Kommentaren beschwert, wird das so dunkel. Ah, stimmt, wir brauchen ja das Passwort für den Aufzug. Wir sollten mal gucken, dass wir irgendwas Relevantes finden. Oh, hier ist noch eine Tür. Da waren wir noch nicht. Mandel, was ist ja die zweite? Die dritte, hier sind für jeden noch ein. Hey. Geil. Aber irgendwas mit Schrift? Das ist ein bisschen schwierig hier. Ich gehe nochmal in diese Tür. Das. Zeigst du mir mal bitte deinen Ausweis? Und jetzt halt doch mal du. Still. Halt doch mal still. Zeig ihn her oder still. Das hört sich auch schwierig an. Ich will nur lesen, was da für eine Zahl drauf ist. Halt doch still, musst du dich nicht sehen. Doch, weil das auch lustig auf meine Augen fällt. Also ich kann es nicht lesen. Ist da vielleicht eine Zahl drauf, weil er sagte gerade, zieh euren Ausweis ziehen. Nee, irgendwas mit Student. Ich bin schon Student. Zeig mal nochmal her, komm mal ins Licht. Nochmal. Nee. War nur eine Idee. Wo steht denn das mit Zeig eure Ausweise? Ich hab das gemacht. Hier. Hier ist ein Rätsel, glaube ich. Fragezeichen. Autos mit Fragezeichen. Hä? Das ist das Passwort. Die Farbe. Viele wahrscheinlich gibt es davon oder so aus. Aber das erste und das vierte sehen noch gleich aus. Kann man die verschieben? Was bedeutet das? Also, okay, das obere ist blau. Blau, gelb, rot, schwarz. Nee, grün. Blau, gelb, rot, grün. Blau, gelb, rot, grün. Blau, gelb, rot, grün. Blau, gelb, rot, grün. Zum Brecher. So, lauf dahin. Blau, gelb, rot, grün. Wie kommst du auf blau, gelb, rot, grün? Der Abstand der Autos. Der Abstand der Autos? Ja, war richtig. Wie weit die wegsteht, es ist offen. Ich verstehe überhaupt nichts. Das hinterste Auto, du musst dir gucken, die Entfernung von den Autos untereinander. Das oberste, dann die Reihenfolge. Okay, die Tür ist auf und ich muss das Rätsel nicht lösen. Ich bin zufrieden. So, ich kann nichts drücken. Ich hab gedrückt. Wir fahren jetzt in die zweite. Papiere bitte. So, weiter geht's. Ladies first. Soll ich jetzt mal Mandelwasser laden? Das soll dir schon mal sagen, was jetzt kommt. Oh nein! Ich hab auch so sehr die Maus gedrückt. Du hast dein Mandelwasser getrunken. Ja! Nein! Oh, gehen wir mal hier, ne? Ist eine Tür? Hallo? Hallo? Oh, ein Schlüssel. Eine Leiter. So. Da ist noch eine Tür. Geil. Soll ich es nochmal beschwören? Nein. Okay. Aber sonst muss ich sagen, wenn ich mal meinen Mund auftue und sage, jetzt kommt bestimmt gleich ein Troll oder irgend so ein Vieh, weißt du, das war in Valheim immer passend. Da ist einer. Blablabla. Aber wir müssen doch da dran vorbei. Da ist noch einer. Hinter uns ist noch einer. Ich geh mal. Ich hab mich eingesperrt in einem Büro.
Okay, der wird mich haben, weil... Ich hoffe, Monster können vor, keine vor uns Tür läuft haben. Einer. Ich wollte gerade sagen, das ist keiner von uns. Ah! Der war schnell, der hat mich gerissen. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ende der Mag-Tape. Ey! Flauschhase, ich sehe dich. Bist du sicher? Ich stehe an der Tür. Ja, ja, ich bin ein Geist. Du musst das Level schaffen. Du musst das Level schaffen. Wie, seid ihr beide tot? Ja. Das sind nicht wir. Das sind nicht wir. Wirklich jetzt? Ja. Es liegt jetzt alles an mir. Wir schweben über dir. Das ist doch nicht euer Ernst. Doch. Das komische Vieh, was da am Rennen war, ist sehr schnell. Es hat nicht einen... Ja, kein Wunder. 2 Meter Rennen oder... Das liegt da. Wir halten Ausschau nach den Viechern. Luftschacht kannst du nicht. Lauf! Lauf! Oh lol. Oh, das sieht nicht so gesund aus. Oh, du wurdest. Das arme Mann hier was da. Nochmal. Ja, wir haben gar keine Schade. Gut, aber wenn der Mann über so eine geistige Gesundheit wieder. Geht der Text noch schneller? Wieso geistige Gesundheit, wenn du mit einem Haps gefressen wirst? Du bist ein Milka-Pralin. Ich hatte vorhin auch einen Schlüssel gefunden übrigens. Haben wir die jetzt noch eigentlich? Nein. Nein. Hier ist eine Taschenlampe, könnt ihr euch holen. Taschenlampe? Ja. L oder T? Maustaste. Ah. Achso, du hast auch eine? Da ist ja auch eine. Ah, hat einer Schlüssel von euch? Nee, nicht mehr. Peri, willst du die Taschenlampe haben, weil ich habe Gamma E hochgestellt? Nö, alles gut. Vielleicht kannst du die Viecher damit blenden. Ich weiß ja nicht. Ja, vielleicht. Weil die haben so komisch auffällige Augen gehabt. Oder du siehst zumindest, ohne Pass zeigen zu müssen, wer ist. Da hinten kommt schon einer gerannt. Also da vorne in dem Büro ist ein Schlüssel. Ja, lauf weg. Ich lauf wieder zu dem Büro, da ging's mir vorhin gut. Jetzt ist hier kein Schlüssel mehr. Oder war der hier? Warst du gerade vor der Tür? Ich bin ins Büro gegangen. Also ich bin hier in dem Büro, wo wir eben gelootet haben. Ich bin in einem ganz anderen Büro. Okay, die kommen hier nicht rein. Der marschiert jetzt ganz easy peasy raus. Ich hoffe mal, dass er nicht reinkommt. Ah, bleibt stehen. Ich kann nichts sehen. Puh. Okay, ist das einer von euch? Wenn ich wüsste, wo ihr seid, könnte ich zu euch kommen. Wahrscheinlich nicht, ich gehe woanders hin. Ich laufe mal links rum, in Richtung Aufzug. In einem gelben Büro. Ja, du kommst raus. Ich habe eine Tür gefunden. Bist du das? Das bin ich. Hier ist auch eine Taschenlampe, komm mal rein. Hier ist eine Taschenlampe. Ja, ich habe eine. Okay. Hier sind noch mehr. Ich hatte den Schlüssel tatsächlich noch, ne? Und ich habe hier eine Tür gefunden. Bist du das, wo... Hier ist noch was. So, langsam hier lang gehen. Immer ein Auge nach hinten. Ich guck nach vorne. Okay. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Da ist ein Doppelgänger. Einer von euch muss einen Schlüssel finden. Ich stehe an der Tür, wo wir hin müssen. Denke ich. In einem Tür. Ich hab die Tür hinter mir zugemacht. Achtung, da kommt einer angerannt. Mach die Tür zu. Ja, lauf weg. Das Büro. Okay. Ich bin weg. Er steht noch vor der Tür. Er hat mich nicht gesehen. Wer hat gerade Hello gesagt? Nein. Ich habe gerade jemand gehört mit Hello. Okay. Ich muss drauf reagieren. Los. Warte noch. Wir müssen einfach nur... Hier fehlt noch ein Schlüssel. Ich habe die da schon reingesteckt. Hier aber fehlt einer. Nee, eigentlich haben wir genug. Wir haben genug, weil wir sind ja nur zu dritt. Wir müssen nur alle in dem Raum zeitgleich sein und zeitgleich auslösen.
Ja, aber hier in dem einen steckt kein Schlüssel drin. Ich weiß aber, weil, guck mal, hier wo ich jetzt stehe, ist eins. Hinter dir? Ach so, du meinst, das sind drei Leute. Genau. Seid ihr beieinander? Ja, warte, ja. Ich guck mal. Wo bist du? Alles gut, ich bin wieder in ein gelbes Ding rein, weil mich einer verfolgt hat gerade. Da hinten ist wieder einer. Oder bist du das? Ich hab die Taschenlampe an, mich kann man nicht übersehen. Da hinten kommt so ein großer, Vorsicht. Ich weiß jetzt nicht. Irgendwas Leuchtendes am Fuß kleben. Ja. Ja. Wow, kommt der Loch. Wehe, der kann Türen aufmachen. Bleiben Sie weg. Bei dem müssen wir, glaube ich, noch die Tür zumachen. Ja. Der lungert jetzt hier vor, der Sack. Der lungert auch gerade einer. Die Frage ist, das gelbe Büro, ist das dasselbe, wo du eben warst? Okay, bei mir ist er weg. Hier habe ich wieder einen Doppelgänger vorne laufen. Ist hier eure Taschenlampe? Okay. Ja, komm, jetzt rechts um die Ecke. Hier rein. Genau. So. Hi. Guck mal, hier ist auch ein Schlüssel. Ich gehe hier hin und wir müssen dann Countdown und dann zeitgleich drücken. Wer macht? Immer der, der fragt. Wo kannst du sagen, der fragt. 3, 2, 1. Ich wette, es fehlt ein Schlüssel. Ja, aber wie wollen wir das zeitgleich aktivieren? Zu dritt. Standen alle auf Off vorher? Ja, ja. Die resetten sich halt wieder. Wartet mal, nichts machen. Es dauert auch relativ lange, bis sie sich wieder resetten, ne? Brauchen wir wirklich dann zu dritt 4 Schlüssel? Das ist ja krass. Yay! Ja. Ja, das dann. Doppelgänger. Spaß draußen. Mach die Tür ruhig hinter mir zu. Das sind 2 Doppelgänger. Vorsicht, sobald die. Wart ihr schon da vorne im Büro? Da, wo du jetzt hinrennst? Ich noch nicht. Ich guck eben rein, mach die Tür zu. Ich wollte gucken. Haut er mir die Tür vor der Nase zu? Ich führe nur Befehle durch. Oder lass mich aus. Mal raus hier. Ich will mal. Willst du etwas sagen, ich dick bin? Nein. Hinter dir! Dreck um Boden. Was? Alter! Achtung, Doppel. Ja, dann geh doch so weg! Steht im Türrahmen, lässt mich nicht rein. Unser Rat und Doppelgänger. Ich weiß auch nicht, seitdem ich mit euch heute Morgen spiele, habe ich die ganze Zeit Ohrwürmer, einen nach dem anderen. Kriege ich wieder Ärger in den Kommentaren. Das letzte Mal führt das Roxette-Lied, was ich angefangen habe zu singen. Würde ich jetzt mal sagen, ich renne jetzt da hinten hin und hole die Doppelgänger. Der ist links. Der ist schnell unterwegs. Die Doppelgänger sind erstmal langsam. Und sobald ja, dann die werden die schneller, aber ich habe das Gefühl, dass da, wo die langlaufen, müssen wir hin. Na gut, rest in peace. Oh. Jeppa, Andale. Der ist hinter dir, der läuft, der Turbo. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir da hinten in die Ecke müssen. Oh, jetzt kommt der wieder angerannt. Tschüss. Niemand zu Hause. Bin ich da. Wow.
Schreibt jetzt gerne einen Kommentar, Hashtag Nobody mutig oder... Oder Angsthase, nicht Flauschhase, Angsthase. Du hockst neben dem Schreibtisch auf dem Boden, bewaffnet mit einer Taschenlampe. Wer da? In eure Richtung, der eine? Und hast die Frau rausgeschickt. Nee, sie ist bei mir. Ich schaue in eure Richtung, ne? Nur so zur... Also da hinten läuft wieder ein Grauer. Komm noch mal rein, damit der von der Tür dann wieder weggeht, damit ich dann raussprinten kann. Weil du lockst sie wahrscheinlich immer hier zur Tür. Sie ist rechts rum. Sie ist rechts rum, ja, dann gehe ich. Vorsicht! Links. Ja, von da sind wir gekommen. Er kommt, er läuft hinterher, Okay, hallo Beri, da kommt jemand. Tut mir leid. Ich versteck mich. Ich bin eventuell tot. Hier hinten ist tatsächlich noch ein. Ich kann euch zugucken. Du wolltest den Boden doch nicht mehr drängen. Also ich habe eine gute Nachricht. Ich bin jetzt in die hinterste Tür. Aber die schlechte Nachricht, und hier ist ein Schlüssel. Die schlechte Nachricht, ich glaube, ich habe jemanden vor der Tür stehen. Schon so netterweise. Das heißt, Peri, wenn du zurückfindest oder einer von euch die Schlüssel besetzt. Ja, ich bin fast da. Du musst nur noch ein bisschen ausharren. Peri, ich schaue deinen Rücken, ja? Also ich sag dir Bescheid, wenn von hinten irgendwas kommen sollte. Ja, ich glaube, es sind nur zwei und das ist vorne. Hauptsache, er bemerkt mich jetzt nicht. Ich mach jetzt die Tür hier zu. Oh, Doppelgänger vor mir, biss dich! Da ist Schluss. Verbissen Sie sich! Nein. Zack, warte. Die Tür ist auf! Boah, der kommt! Die Tür ist auf. Ich hab dir die Tür auch aufgemacht. Du könntest also hier einfach reinrennen. Ja, pass auf, die Grauen können durch offene Türen, glaube ich. Ja, ja. Ja. Deswegen habe ich die Tür aufgemacht. Also wenn du rauskommst, kannst du direkt hier rüber rennen. Ich mach die Tür hinter dir sofort zu. Oder auch nicht, wenn der Graue kommt. Wo ist der hin, der Graue? Der hat mich jetzt gesehen und wollte wieder zu mir. Der hängt jetzt vor der Tür, wo der Ausgang ist. Ja, und jetzt wieder zu mir wieder. Oh, und der Doppelgänger kommt. Scheiße. Oh, drinnen! Sackratte! Okay, versuch du mal die Schlüssel zu aktivieren. Ich habe ihn eingesteckt. Dann geh durch, dann kommen wir vielleicht auch mit. Ich war zu langsam. Yay! Oh, hier sieht aus wie in meinem alten Keller in Frankreich. Schick. Sieht besser aus als der Keller bei mir damals in NRW. Ich möchte auch einen Keller haben, der so Grusel-Vibes hat. Um Gottes Willen. Ich hier ist Mandelwasser. So, hier ist Mandelwasser und Taschenlampe. Wo ist Taschenlampe? Treppe runter. Hä? Habe ich die gerade fallen lassen? Echt jetzt? Hier im Regal. Hast du was fallen lassen? Ich hab's versucht, in die Hand zu nehmen. Schäden. Entschuldigung. Gesundheit. Gesundheit. Mehr Schweinchen. Stück auf. Oh nein. Wir werden definitiv die Taschenlampe brauchen. Ja, es ist ein bisschen dunkel. Boah, ein bisschen. Hier ist eine Tür. Hallo. Hier ist ein Raum ohne Sinn. Was läufst du mir so ins Gesicht hier? Weil ich es kann. Oh. Hast du jetzt auch den Ohrwurm? Nein. Hier ist ein Durchgang und eine Treppe nach unten. Ja, wir gehen erstmal durch, würde ich sagen, oder? Hallo, noch ein Raum ohne Sinn und Zweck. Hier sind nochmal zwei Türen. Oh, auch wieder ohne? Das hier sieht ganz anders aus. Oh. Das ist ein Fahrstuhl. Ein Frachtfahrstuhl. Okay.
Warum habe ich, wenn ihr das gewonnen? Hm. Die Zahn in die falsche Richtung hat. Willkommen beim Start. Okay. Das erinnert mich an dieses eine SCP-Spiel. Ja. Ja, SCPs. Stay in the light. Passiert da was? Haltet mal bitte eure Taschenlampe auf dieses Stay in the Light Ding. Wieso? Wir müssen im Licht bleiben, weil die Schatten uns wohl nichts Gutes tun. Hattet ihr gerade keine Sequenz, als ihr die Tür geöffnet habt? Ich habe nichts öffnen können. Ich hab nur gepiepst. Geht Autorisierung erforderlich? Hä? Ich bin nicht weg. Warte mal, wie geht das? Ja, piep. Piep. Nein? Okay. Was denn für eine Sequenz? Hier waren gerade überall diese Grinsegesichter. Und mein Männchen hat angefangen, Herzklopfen zu kriegen und hat gesagt: Oh Gott, nein, nein, nein! Nee, das ist. Okay, dieser Ex ist eine Todesfalle. Wenn wir da reingehen, haben wir nur Dunkelheit. Ja, okay, da gehe ich nicht hin. Hier. Nee. Das, oh. Hä? Okay. Was passiert? War ich das? Ja, ich glaube. War ich das etwa? Ja, ein Traum. Jetzt kommen alle Autos oder wie? Tür Nummer 4 geht nicht, Tür Nummer 37 geht nicht. Oh, können wir hier die Level? Hier ist ein Ausgang. Das ist der Elbtunnel. Sollen wir den ersten besten nehmen? Da könnte auch was sein. Okay, du läufst schon. Okay, mach mal. Security Check. Nee, das guckt mal einer von euch. Ich bin damit überfordert. Gucken Sie. Geht das nicht einfach? Nein. Lass ich, was wir da machen müssen. Siehst du auch die komischen Zahlen? Player 3, Player 4. Wenn du mit F auf die Konsole drückst. Warte mal. Falsch. Was haben wir denn hier verwertet? Hä? Ich muss jetzt die Tastatur verwenden. Achso, du machst das gerade. Player. Muss ich uns die an der Reihenfolge. Loop. Ja. Tja, das hier ist jetzt ein Rätsel, da heißt es raten. Das scheinen mir teilweise Koordinaten zu sein. Mit Buchstaben, keine Ahnung. Warte mal. War das richtig? Ich hatte nur mit der Maus geklickt und es kam direkt rot und Error Map. Okay, rechts, das ist richtig. Müssen wir mal gucken. Ist das ein Anhaltspunkt? Sehe ich so vergleichbare Zahlen. Push. Hier ist kein Push. Mal runter. Ah, ich liebe so Rätsel. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich habe es so ganz kurz gesehen. Beschreibe es uns. Es ist verwirrend. Ich weiß nicht, was ich vor mir habe. Wir müssen es einstellen. Aber die Werte sind jenseits von Gut und Böse. Ich komme damit nicht klar. Ich versuche nur einfach mal, dass alles irgendwie Push drin geschrieben hat. Vielleicht ist das. Muss man da was eintippen? Mit Tastatur? Oder musste man da was klicken? Wir müssen nur mit quasi WASD. Okay. Mit WASD. Ganz rechts, das scheint in Ordnung zu sein. Du weißt, dass du der Einzige bist, der das sieht, ne? Bitteschön, guckt euch mal das an. Geri nach dir. Also ganz rechts, das scheint okay zu sein. Wenn ihr auf die Maus klickt, seht ihr ja Error oder nicht, ne? Und das rechts resettet sich nicht. Bin mal gespannt. Okay. Wir haben auch keine Wahl mehr. Ah doch, die Tür geht nochmal auf. 3999. Boah. Yeah. Luft nach oben für Level. Aber die Türen hören auf. Und? Das Spiel hat für 2 Grad mehr in meinen Raum gesorgt. Was ist das hier unten? Hier, kann ich meine Karte dran halten. Ne? Das sieht richtig aus. Ich sehe schon meinen Kommentar. Nobody, du bist zu doof, eine Tür aufzumachen.
Dann sind wir alle zu doof. Also ich habe das Gefühl, das ganz linke und das ganz rechte stimmen jetzt überein. Nee, das ganz rechte nur. Das heißt wieder alles... Nein. Hat sich ja resettet? Ja. Ich hatte das ganz links eingestellt, wie das ganz rechts war. Ich gucke. Ich gucke jetzt auch mal. Weil ich glaube, die haben unterschiedliche Werte. Nicht die immer dieselben. Wobei, rechts ist es jetzt anders. Weil es macht... Hier habe ich was mit Loop, glaube ich eben. Loop. Ist hier auch was mit Loop? Bei mir war so, als eben alles rechts auf Loop stand. Oder es wechselt sich jedes Mal ab, wenn man an die Konsole geht. Das wäre Loop. Ne, rechts kann man gar nichts machen. Ah, warte mal. Ist rechts der Wert, wo einem zeigt, was man braucht? Das hat was mit diesen unmöglichen Zahlen an den Türen auch zu tun? Ja, dann wüsste ich nicht. Die Türen haben ja nur eine Zahlnummerierung. Also irgendwas müssen doch diese Türen auch zu sagen haben, oder? Soll ich sonst mal die Zahlen aufschreiben oder sagen? Ja, das Problem ist, wir haben hier drin eigentlich wenig Zahlen. Sehr wenig Zahlen. Da sind es die Abstände zwischen den Zahlen. Es ist 0, 1 und dann kommt 4 und 37. Da ist auch immer irgendwie dazwischen. In 30, 94. Ach, super. Und 7. Oder ist das noch einfacher? Weil wir haben einmal, glaube ich, exakt denselben Wert wie rechts. Kann es sein, dass es dann auf der linken Seite auch einmal derselbe Wert sein muss? Dass man da denselben Wert finden muss? Also ich habe jetzt alle Türen einmal angekrabbelt und keine geht auf. Man kann auch nicht weiter in den Tunnel laufen. 2 hours later. Probiert ihr nochmal. Lass mich nochmal gucken. Ich habe ja nur eine Sekunde geguckt. This is weird. Okay. Hey, 4 Dinger, man kann alles auswählen. Man kann nur die 3 eigentlich auswählen. 3. Habe ich jetzt was richtig gemacht? Nein. Ich hoffe, dass das nicht so eine Art sehr kompliziertes Zahlenschloss ist mit Buchstaben, dass du weißt, du einen Pin auf eine Richtung drehen musst, dann den anderen eine andere, dann wieder den einen andersrum, dass das erst so ineinander greift. Das wäre ätzend. Es hat doch eben das passende Geräusch gegeben. SCPRE. Was ist denn das? Das ist das hier. Oh, ich glaube, ich mache gerade was richtig. Es hat zweimal grün gemacht. Oh, schön. Das ist super. Bleibt es dann noch so? DPC. Warte, das sieht doch gut aus. Ja, was ist denn jetzt? LDA, BC. Tschüss auf. Ja! Unsere Schlossknackerin. Ich würde sagen, sie geht wieder zu. Nein. Rein. Oh Gott. Oh, was ist das denn jetzt hier schon wieder? So ein Kram. Power Management Unit. Geil. Vielleicht sollten wir hier auch nicht direkt zum Licht. Ich hab Licht gemacht. Geil. Wir werden jetzt von allen gesehen. Warning. Oh okay. Nein, von hier hätte man uns beobachtet. Unsere Überlebenden zu schützen, haben wir Sperrbereiche in den Hochsicherheitsmodus versetzt. Möchten Sie Sperrbereiche freischalten? Möchten wir das? Ja. Das ist hier bestimmt die Wand mit den Wänden, die... Nicht ein Passwort? Glaube ich, oder? Wo liegt ein Passwort? Hier auf dem Tisch. It hurt you. Oder? Kuverti 123 Olmund 4 und jetzt ist es aber It Hurt You. It Hurt You? Okay, wir wurden gehört. Ich finde es sehr beängstigend, dass da so viele Kabel am Boden liegen. Die wollen nur spielen. Seil hüpfen. Hatte jetzt einer was gedrückt mit? Möchten Sie Sperrbereiche freischalten? Ja, ich weiß nur nicht, ob wir das an jedem Computer machen müssen. Oh! Wer hat da was gesagt? Ich? Hä? Nein. Du hast die Hochsicherheitstore aufgeschlossen. Gehe vorsichtig vor, da niemand zur Durchführung von Rettungseinsätzen berechtigt ist. Diese Warnung nie mehr anzeigen. Okay. Das kam mir gerade so vor wie eine Männerstimme. Irgendwas Undeutliches.
Habitable Zone. Ebene 1 ist ein großes, weitläufiges Lagerhaus mit Betonböden und Wänden, freiliegenden Bewehrungsstäben und tief hängendem Nebel ohne erkennbare Quelle. Lebensschwierigkeit 1. Klasse 1, minimale Gefahr. Das ist, glaube ich, wo wir vorhin draufgegangen sind. Minimales Gesundheitsrisiko. Wie macht ihr die Seiten auf und zu? Am Computer? Ja. Ich kann nur die Ordner anklicken und die Excel-Datei, die anderen nicht. Ich kann nicht auf X oder so drücken, ich habe keinen Mauszeiger mehr. Mhm. Oh. F? Geh mal auf F. Ach, danke los. Dir. Ja. Ich habe aber gerade auch geguckt, wie komme ich wieder raus. So. Ja, alle Sperrbereiche jetzt offen? Habe ich schon so gedrückt eigentlich. Sollten. Müssen wir es jeder drücken? Müssen wir jetzt hier durch? Aufzug, der ist noch rot. Oder müssen wir etwa wieder zurück zu dem einen Bereich? Nee. Aufzug geht nicht. Ja, wenn hier nichts geht und wir alles gedrückt haben am PC, dann vielleicht wieder zurück. Das Panel hier. Okay, ja, ich befürchte, wir müssen wieder zurückgehen. Ich habe da, übrigens... Ich höre Stimmen wieder. Das ist nicht im Spiel. Ah, okay. Ich habe übrigens nicht mehr so viel Zeit. Wieso geht die Tür zu? Mein Mann? Hört ihr meinen Mann zwischendurch? Nee. Das kann sein. Nein, das war eine Schizophrenie-Anspielung. Das war nicht auf deinen Mann bezogen. Nee, aber Schizophrenie ist nicht stärker als sonst. Ich glaube, jetzt habe ich ihn auch gehört. Lass uns mal nochmal zum Anfang gehen. Da war doch auch so ein Pad zum Eingeben, oder? Hier, passt nur auf vor den Schatten. Welche Schatten? Erinnert euch nicht mehr an diese Zeichen? Doch, aber ich... Okay. Weiß einer von euch, ob das Spiel speichert? Also wenn wir jetzt aufhören würden, aber... schon wieder! Was? Ich hab schon wieder die Videosequenz gehabt. Ja. Ich mag nicht. Oh. Ich hab da eventuell also, was ausgemacht. Ich, was war das für ein Geräusch? Das, ja, bleib im Licht. Die machen Licht aus. Geil. Da ist dein Licht wieder. Wie die Geier zum Licht. Hier ist eine blaue Tür. Ja. Okay. Genau die habe ich überall gesehen. Pikachu! Okay, dann geht das Licht rhythmisch an und aus, oder? Na supi. Müssen wir rennen. Scheiße. Ich bin gefressen. Bewegen die sich? Ja, die kommen dann auf dich zugesprintet. Lauf, 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 lauf. Um dir keine Zeit. Los, um dir. Habt ihr es geschafft, oder? Nach hinten. Nein, das war's. Nicht Spaß. Nochmal. Ich glaube, das ist ein Ende einer Folge, oder? Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Ich muss euch leider verlassen. Ich will nicht, aber ich muss. Kein Problem. Keine Ausdauer mehr, die Jugend von heute. Die Jugend von heute muss arbeiten gehen. Richtige Arbeit. Leider heute. Aber jetzt wird's auch lustig, weil wir nicht mal eine Taschenlampe haben. Also ich hoffe, es speichert ab. Ansonsten, ja, komm. Heißt das, wir spielen das nochmal? Ja, ich hoffe. Ja, ich hoffe auch. Yay! Ja, ich bedanke mich fürs Zocken. Es hat richtig Spaß gemacht mit euch beiden. Ja. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal auf jeden Fall. Ja, genau. Papiere bitte! Ach, du stehst da? Ich dachte die ganze Zeit, du stehst da. Oh. Wir sehen uns nur zum Verwechseln ähnlich. Ja gut, dann vielen lieben Dank. Auch an euch, liebe Zuschauer. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal den beiden auch Kommentare da, einen Daumen nach oben da und ein Abo. Mich sehr freuen, wenn ihr das für die beiden machen würdet. Das würde uns auch freuen. Bitte auch für mich. Natürlich. Bitte, bitte. So, und... Ja, ich finde das Spiel interessant. Es hat was, es hat was. Alleine wäre es ein bisschen öde, weil wenn man dann verreckt, dann ja, muss man wieder von vorne anfangen. Ja, das wäre alleine ein Rage-Game, glaube ich. Ja. Und so hat man dann noch nette Mitspieler, die dann auch mit ins Gras beißen. Ja. Jetzt loyal. Ja.
Speist einen, Strahl, speisen alle. Mh, lecker. Direkt hinhocken, ne? Aber hier ist kein Gras, das ist schon weg. Gut, dann nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Tschüss, YouTube. Tschüss.